So auch beim nächsten Notfall. Ein Boot liegt fahruntüchtig im Elbe-Seitenkanal. Um dorthin zu kommen, braucht Dieter die Hilfe der Schifffahrtspolizei. Bei Notfällen braucht der Kunde keine Mitgliedschaft. Das braucht niemand bezahlen, weil das ist eine Hilfe in Not. Und man muss sich das so vorstellen, wenn der da jetzt im Fahrwasser, im Elbe-Seitenkanal liegt und jetzt würde ein großes Binnenschiff kommen oder auch zwei und der ist am Rand, dann kann das schon mal eine richtig böse Havarie werden. Und insofern ist das eine Hilfe in Not und die bezahlt niemand. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Wollen wir denn mal einen Havaristen abholen, ja? Ohne Eigensicherung geht es nicht. Das ist vorgeschrieben. Grundsätzlich, wenn wir außen rausgehen oder etwas machen in der Hinsicht, wir müssen ja nachher den Havaristen auch anbinden, sind Schwimmwesten grundsätzlich vorgeschrieben. So, Liebling, dann fahr du rüber. Ja? Fährst du rüber, wir holen den ab und bringen den in den Hafen rein. Ja? Bis gleich, mein Schatz. Tschüss. Heike muss grundsätzlich dabei sein, weil Dennis und ich, wir sind jetzt doch ein bisschen gefordert bei der Geschichte. Und Heike ist jetzt organisatorisch schon wieder tätig und muss uns natürlich dann auch wieder im Yachthafen letztendlich in Empfang nehmen. Rund 40 Havarien betreut Dieter Wagner jährlich und hilft den Skippern aus der Klemme. Da ist er ja schon. Immer munter bleiben. Aber einen Sonnenbrand hat er noch nicht. Moin. So. Tobias, was ist da passiert? Ja, also ich bin gefahren, ganz normal, mit normaler Geschwindigkeit und plötzlich ist die Maschine ausgegangen. Und ja, es ist jetzt so, dass nichts mehr passiert. Die Zündung geht nicht an, macht keine Geräusche. Ja, das ist so. Das heißt, so, warte mal, jetzt lassen wir es mal festmachen. Ja? Komplett tot, ja? Ja, ich mach gar nichts mehr. Okay. Ja, ziehen dich jetzt erstmal rein in den Hafen. Ja. Und wenn wir dich reingezogen haben, dann gucken wir nach, was los ist, ja? Ja, erstmal ist man natürlich hilflos. Boot funktioniert nicht, man treibt hier rum, die Strömung kommt, die Berufsschifffahrt fährt vorbei. Ja, und möchte man niemanden wünschen. Skipper Tobias kennt Dieter Wagner aus seiner Werkstatt. Nach rund 10 Minuten der Hafen von Uelzen. Wie bei einer Autopanne muss der Fahrer eine Schadensmeldung unterschreiben. Das ist ja jetzt eine Havarie. Und wenn irgendwelche Kosten entstanden sind oder so, dass er die übernimmt, die er hier natürlich nicht bezahlen muss, ne? Muss alles. Machen wir einmal unten dann auf. So, am Rest kümmere ich mich. Oleg, vielen herzlichen Dank. Ja. Alles gut, den Rest machst du, ja? Genau. Oleg, vielen Dank. Wir hören und sehen uns. Alles gut. Dann gucken wir zumindest einmal kurz rein. Temperatur und Öldruck war alles in Ordnung? Das war alles im grünen Bereich. Und der Motor ist dann auch schlagartig ausgegangen? Einmal ja? Komplett, wie als wenn man jemand die Batterie ausgemacht hat. Das macht ja gerade den Spaß, die Fehlersuche zu machen, was die Maschine hat. Hierbei handelt es sich jetzt um einen Trunischen Motor mit ganz vielen Steuerräten. Das müssen wir erstmal auslesen, um zu wissen, was hat der Motor, warum ist er ausgegangen. Auf den ersten Blick ist erstmal nicht zu erkennen. Ja, man muss sich reinfuchsen und gucken, wo der Fehler ist, ne? Freizeitkapitän Tobias hofft noch auf eine schnelle Reparatur. Doch Dieter Wagner muss ihn enttäuschen. Der V8 mit 5 Litern Hubraum hat zu viel Elektronik. Eine Reparatur vor Ort ist schwierig.
Wir haben ja hier zwar eine alte Maschine, das ist richtig, allerdings mit den Sensoren. Diese Maschinen, glaube ich, wurden nur 2 Jahre gebaut. Dann hat man festgestellt, oh Gott, was haben wir da für einen Scheiß konstruiert. Und wenn wir jetzt ältere Motoren haben, ältere Dieselmaschinen oder auch normale V8-Motoren, die die Elektronik nicht drin haben, dann kann man sowas eventuell noch auf dem Wasser lösen, wenn es keine allzu großen Probleme gibt dabei. Aber meist ist es dann so, entweder Sprit kommt nicht an, das haben wir, Spannungen kommen nicht an. Das sind Dinge, die kann man lösen. Bei so einer elektronischen Maschine, da steht man da wie ein Ochs vom Tor. Das alles. Und deswegen muss er leider Gottes auch in der Werkstatt. Ich habe übrigens auch noch nie gesehen, dass jemand einen Ferrari auf der Autobahn repariert hat. Im Grunde genommen hat er da einen kleinen Ferrari gekauft. Ja, das ist auch tatsächlich so. Wenn die Dinger richtig laufen, dann geht er schon mächtig zur Sache, ne? 80 Stundenkilometer auf dem Wasser? Das stimmt. Ist schon was. Ich zieh dich da erstmal ran. Ihr bleibt da erstmal schön drauf. Guck mal, so ein Boot, das ist doch ganz einfach. Lässt sich leichter lenken als eine Schubkarre fahren, ne? Könnt ihr uns bitte helfen? Ja, könnten wir. Das wäre wahnsinnig lieb. Du musst eigentlich nur da hinten rüber gehen. Ach, da ist ja dein Mann. Der Mann passt auch immer auf. Oh, ein kleiner Hund. Also Skipper untereinander sind immer hilfsbereit. Das gibt's gar nicht. Wenn einem Skipper der Bier ausgeht, hilft der andere nach. Tobias hofft, dass sein Boot nicht allzu lange aus dem Wasser muss. Wird irgendwas mit dem Motor sein, wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit. Ein Fühler, ein Sensor oder sonst irgendwas. Können wir davon ausgehen, Tobias. Immer positiv denken. Elektronik auslesen, Sensoren wechseln, keine Ahnung. Eine Woche sind die Klamotten da und dann geht er wieder raus. Kostenpunkt zwischen 300 und 500 Euro. Das Boot kommt jetzt auf den Trailer. Liebling, ein Stück zu dir. Ja, Scheißarbeit ist es in dem Sinne nicht. Es ist doch. Schiebst du mal von hinten ein bisschen? Ja, dann ist der Sitz fest. Ja, dann musst du ihn noch mal runterschieben ein bisschen. Ich habe eigentlich relativ nie nasse Füße. Man muss sich halt nur beherrschen, dass man da hier nicht runterfällt vom Anhänger, ne? Ab einem bestimmten Jahrgang spricht man davon, etwas weniger zu tun. Das heißt, ich bin mehr der Denker. Und bei Dennis, da kann man sich das angucken, ne? 26 Jahre, der ist natürlich 1000-mal frischer. Bei dem ist die Garantiekarte auch noch viel größer als bei mir. Skipper Tobias hat das Boot erst vor kurzem für knapp 30.000 Euro gebraucht gekauft. Dazu kommen noch monatliche Unterhaltskosten von rund 500 Euro und Spritkosten, je nach Fahrweise. Ich sag mal, wenn man Spaß hat, verbraucht das Boot um die 70 Liter die Stunde. Und das kann man sich ja dann hochrechnen, wie oft man fährt, wie viel man fährt. Tut schon weh. Es ist einfach Spaß, es ist Erholung, noch mal zum Feierabend 2 Stunden. Auf dem Boot sitzen, sich sonnen, mehr braucht man gar nicht. Das ist wie ein Kurzurlaub. Du fährst in die Werkstatt? Genau. Dann trinken wir Beruhigungskäffchen und dann sehen wir weiter. So machen wir das. Ja? Super. Okay, bis gleich. Dieter Wagner versucht, alle Boote in seiner Werkstatt schnell wieder flott zu kriegen. Denn der norddeutsche Sommer ist nicht allzu lang.